Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War. Ja, auch hier bei euch, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, willkommen zurück hier aus meiner Sommerpause. Ich habe mir ein paar Tage Ruhe gegönnt, beziehungsweise fast eineinhalb Monate, glaube ich, sechs Wochen. Aber das muss so sein. Und ja. Ach so, warte mal. Ich wollte ja eigentlich, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Bei Battle Chasers, was schon etwas länger her ist jetzt. Weil ich wollte mir nochmal von der... aus dem Bestarium was besorgen. Ja. Also Jagden. Genau, die Feuerprobe haben wir gemacht. Wir haben tief im Schlamm gemacht. Den Grabwächter haben wir auch schon. Aber wir haben die Stimme von unten noch nicht. Dieser Kerl versteckt sich im Brunnen an der Grenze zum südlichen Wildnis. Fragt mich nicht wie, aber es ist ihm gelungen, eine ganze Reihe von Leuten über den Tisch zu ziehen. Wie zäh kann er schon richtig sein? Okay. Ein Kriegergruß. Seid immer bereit. Wir eiern da mal hin. Und schauen mal, ob... der uns da irgendwie... ob wir den finden. Südliche Wildnis, da müssen wir glaube ich zum Südtor. Muss er hier irgendwo in diese Richtung gehen. Hallöchen. So. So, gucken wir mal rein. Gehen wir nochmal rein. Irgendwo muss ja dieser Brunnen sein. Händler verkaufen die Ziere. Im Gewerbe passenden Rezepturen und Bücher. Buch enthält mehrere Rezepte. Warum redet der Schanzen mit? Während er dieses... Nun ja, es klingt wie ein Video. So, eine Übernachtung im Gasthaus. Wir sind hier im Erkundungsbereich. Okay. Ich weiß mal, ob wir hier auch so durchkommen. Lieber nicht hin. Ja. Wo längs? Hier geht's auch noch nicht. Das hier ist doch ein Brunnen. Okay. Bild im Grund steht, Glück denen, die geben. 101. Ihr werft Münzen in den Brunnen. Für das Platschen. Dann brüllt eine Stimme von unten zu euch rauf. Münzen in einen Brunnen werfen? Ernsthaft? Glaubt ihr noch an Märchen? Wenn ihr wirklich etwas geben wollt, versucht es mal mit einem höheren Einsatz. Nun gut. Holen wir 500 rein. Ihr werft Münzen in den Brunnen und hört das Platschen. Holt die gleiche Stimme wieder von unten zu euch herauf. Ihr seid wohl schwer vom Begriff, was? Ihr glaubt, ihr kriegt etwas dafür, wenn ihr Münzen in den Brunnen werft? Nicht jetzt und nicht in Zukunft. Obwohl, ich könnte etwas Armenfraß vertragen. Armenfraß? Mit dem Brunnen steht Glück denen, die geben. Zuletzt wollte die Stimme im Brunnen, dass ihr etwas Armenfraß. Und habe ich das? Nahrung in den Brunnen werfen. Habt wahrscheinlich, ne? Ihr werft das Essen hinein, das die brüllende Stimme im Brunnen verlangt hat. Mensch, ihr habt ihn tatsächlich gefunden, hm? Ihr scheint ganz anständig zu sein. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich sehne mich irgendwie nach Rammstoffen Ragout. Keine Ahnung, wo es welchen gibt, aber tja, das ist euer Problem. Was? Auf einem Schild im Brunnen steht, Glück denen, die geben, genug. Zuletzt wollte die Stimme im Brunnen, dass ihr Rammstoffe... Hab ich nicht. Nun gut, kriegen wir das her. Gucken, was finden. Rammstoffer Ragout. Rammstoffer Ragout. Wo kann man das denn bekommen? Weiß keiner von euch, ne? Gut. Gehen wir erstmal zurück. Weil hier unten werden es wahrscheinlich nicht. Nein, raus wollte ich. Muss ja auch irgendwo zu finden sein. Schauen wir mal. Finden. Mal zum Händler gehen ins Dorf und gucken, ob wir das da bekommen können. Okay, gehen wir jetzt zurück zur Stadt. Muss ja möglich sein, vielleicht haben die es da irgendwo. Weiß es nicht, aber wir schauen mal. Händler haben ja eigentlich relativ viel. Das ist jetzt ja auch zu einfach, wenn man das einfach in so einem kleinen Tavernendorf bekommen könnte. So, Waren anzeigen. Die Totenmannsgrog, Harmsragu gibt es.
machst du dich aus, ne? Etwas zu trinken? Im Reden? Vielleicht weiß er das. Einen schönen Tag, nicht wahr? Was darf es sein? Bleibt sauber! Okay, also es gibt ja noch, diese Hafenstadt. Vielleicht hat die das. Oben, ne? Testen wir erstmal da. Mit Glück. Gucken haben. Gut. Nicht? Wäre nicht in Brandung, dann gehen wir mal rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es vielleicht da verkaufen. Man weiß es nicht, aber könnte ja sein. Wir schauen mal. Der Rammstorf da unten. Also von daher könnte es natürlich möglich sein. Belunke zur gefährlichen Brücke. Gucken wir mal jemanden, der hier was sagt. Auch hier. Noch ein Laden hier oder nicht? Da hinten. Das ist nur der Zettel, ne? Ja. Auch hier rein, ne? Links. Bin so sicher. Ah ja, doch, hier ist die Spelunke zumindest. Fragen wir ihn immer, den netten Herrn da. Rammstoff-Ragout, perfekt. Super. Kauft mir direkt. Ich kann auch gleich wieder von ihr abhauen. Nicht so weit weg, wie ich dachte. Eiern wir mal schnell zurück. Was hier? Ich. Vielleicht nicht. So, wenn man erzählen kann, was für eine Melodie das ist, bekommt 100 Punkte. Dann da da dann da da dann da 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 da. Jetzt gibt's glaube ich gar nicht mehr, aber ich sage nur eins meiner Lieblingsspiele. So, komm mal raus da, dass wir zurück können. Ah, die Ladezeiten. Also ich glaube, der Switch hätte so ein bisschen höherer Speicher gar nicht mal so schlecht getan. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Nehmen wir das noch mit hier. Angriffsstärke ist höher. Ja, ich glaube so, weiß nicht, so 8 GB Speicher. Das haben wir ein bisschen übertrieben, aber das wäre schon nicht schlecht, einfach nur um viel noch auslagern zu können und so, ne? Schade, dass es hier nicht so gemacht wurde. Aber naja. So, zurück. Zum Südtor. Also wir müssen erstmal wieder hier hin. Schauen wir mal, ob wir das. Ob wir die uns jetzt noch weiter schicken, dass er noch ein Gericht besucht. Wäre blöd. Ich weiß auch nicht, was er genau verlangt von uns. Links schon. Nochmal rein ins Südtor. Kann das sein? Kann das sein, dass. Dass der mich jetzt einfach nur rumschickt die ganze Zeit und ich wie so bescheuert der Sachen suchen muss? Schon sehr ätzend. Nicht. Ja, mal sehen. Okay.
Mal gespannt. Kriegst du. Werf das Essen hinein, das die brüllende Stimme im Brunnen verlangt hat. Ihr seid wirklich beharrlich. Das muss ich euch lassen. Nach all dem Essen, was ihr mir gebracht habt, bin ich jetzt am Verdursten. Hört mal, ihr müsst das nicht machen. Aber wenn ihr wollt, dann bringt mir doch einen Fuselgrog. Mann. Scheiße. Na gut. Holen wir den scheiß Fuselgrog auch noch. Problem ist, ich kann ja nicht auf Vorrat kaufen. Ich würde sonst alles kaufen, was die Läden haben. Hätte ich alles dabei. Vielleicht soll ich das machen. Bloß jetzt kaufe ich es wahrscheinlich und jetzt will er gleich gar nichts mehr. Fuselgrog. Den können wir natürlich auch in der Kaschemme da hinten bekommen. Oder bei uns im Dorf. Naja, wir müssen sowieso durchs Dorf, weil ich muss zu dem Teleporter. Dann gucken wir doch gleich als erstes mal da rein. Bei unserem Wirt. Und sehen, ob er uns da helfen kann. Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn er das gleich vor Ort hätte. Fuselgrog. Ich will dann auch noch ein Bier haben oder Met. Nervig, ne? Muss man nicht die ganzen Kämpfe machen, die hier sind, weil wir schon zu stark sind für die. Was sehr, sehr gut ist. Bin ich echt auf Dauer müde. So. Hast du Fuselgrog? Franzgrog. Gutes. Nichts, ne? Ich könnte den ganzen Scheiß natürlich kaufen. Wir sind, glaube ich. Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen wir jetzt? Ach, was soll ich den scheiß Grog da holen? Ja. Ah ja, empfehle ich. Selber, du Sch... Ich würde fast behaupten... Ah, was ist da los? Kann ich da nicht raufdrücken? Also. Kann ich wieder da oben? Nein. Oder? Komm mal da rein zur Spelunke. Ja, das tut mir leid, dass wir hier so eine kleine Schnitzeljagd machen. Keine Ahnung, was der uns gleich noch abverlangt, aber ich werde euch sagen, wenn wir gegen den kämpfen sollen, dann werden wir den so eins in die Fresse ballern, dass er uns auf jeden Fall das ganze Geld und das Gold wiedergibt, was wir da jetzt haben für den ganzen Scheiß. Ärgerlich. So ist es halt. Händler verkaufen. So. So, biete mir was zu trinken an hier. Fuselgrog. Ja. Und wieder laufen wir den ganzen Weg zurück. Also diese Folge wird eine Lauffolge. Wir nennen sie auch einfach nur die... nehme ich an so alte WoW-Quests. Bring A nach B, lauf von A nach B und bring D nach C. Immer sehr langweilig. Manche Läden sind ausbaubar, wodurch sie und Zeug höherer Qualität verkaufen. Das ist nicht schlecht, wenn unser Schmied mal gut vertragen, aber irgendwie konnte ich das noch nicht. Gucken, ob die anderen Läden ausbaubar sind. Tötung eines Feindes treibt den Fortschritt. So. Und zurück. Ich bin gespannt. Ab und zu ruckelt so ein bisschen das Spiel, ist mir jetzt aufgefallen. Das kommt, wenn man oft irgendwo in Dungeons und wieder rausgeht, dann fängt es an zu ruckeln. Ich weiß nicht, wann das liegt. Keine Ahnung. Hier nicht rein. Und so erwischt man den Punkt nicht, dann kommt man da nicht rein. Kacke ist. Ich glaube,
Wir müssen noch irgendwas besorgen. Aber ich glaube, da wird es auch zu viel. Ne? Jetzt haben wir ja schon so viele Sachen besorgt. Wir mussten dreimal los, um Sachen zu kaufen. Beziehungsweise beim ersten Mal nicht. Da hatte ich Glück, da hatte ich das Essen ja. Am Fraß. Aber beim Rest muss man das machen. Das finde ich schon so ein bisschen... Boah, da können sich Leute auch was Neues einfallen lassen. Ne? Ja. So, du alter Brunnenspast. Ihr werft den Fuselgrog in den Brunnen. Die Flasche landet auf etwas, das nass und weich klingt. Ah, der geht wirklich gut runter. Ich würde euch ganz auch etwas anbieten, aber ihr seid ganz da oben. Während ich diese Erfrischung genossen habe, hatte ich Zeit, eine Bestandaufnahme meiner Habseligkeit zu machen. Und ich muss sagen, mein Geldsäckel könnte besser gefüllt sein. Geben wir noch 1000? Na gut. Ihr werft einen Haufen Gold in den Brunnen. Es würde reichen, ein ganzes Dorf lange Zeit zu ernähren. Aber ihr habt entschieden, dass es am besten angelegt ist, wenn man es in einen Brunnen wirft. Ja, super. Jetzt habe ich alles zusammen. Essen, Wohlstand. Aber ich bin es irgendwie leid, in einem Brunnen festzusitzen. Werdet ihr wohl so nett, mir eine Leiter zu holen? Ihr könnt die Leiter einfach hier runterlassen und dann gehen. Vielen Dank auch. Bild am Brunnen steht. Ah, ich habe eine Leiter. Stimmt. Ihr lasst die Leiter langsamer runter. Bei jedem Blitz fällt euch das Glanz auf den Wänden im Brunnen auf. Ihr habt euren Teil gewiss geleistet. Ich weiß, ihr erwartet wahrscheinlich etwas für eure Mühen, aber ihr kriegt nichts. Null, nada. Guten Tag. Ihr wurdet reingelegt. Denkt einfach mal drüber nach. Okay. Nach unten steigen? Ja. So. Schauen wir uns den Heini mal an, der hier unten wohnt. Hast du mir das Schleim? Man sieht irgendwie so nicht. Gut. Wo muss er hier unten ein? Da sitzt er ja, der Froschkönig. Hallöchen. Was um alles in der Welt? Guck mal, wie Gold da hat der Sack. Was? Wie seid ihr? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr die Leiter dazu benutzen würdet, nach unten zu steigen. Aber es spielt keine Rolle. Erfreut euch am Blick meines herrlichen Throns. Und bereitet euch auf einen Tod vor. Durch den König der Schleime. Jetzt geht's los in den Schlaf, na endlich. Okay, also als erstes die kleineren Schleime erlegen, dann den großen. Okay, ein Flamm. Und gleich killen da oben. Besser, ne? Kriegt er. Wir greifen da einmal. Okay, so viel Schaden sollte er nicht anrichten. Okay, killen wir erstmal den anderen. Tot! So, gucken wir, was der ab kann. Was ist denn hier dran? Ein Gift rein? Reißen, okay. Okay, er kann einfach neue Leute ankommen lassen. Bauen wir ein bisschen Power auf. Nochmal Überfall. Bombe. Wechsel. Na Schuss? Nee. Schleimhaini, okay. Ich hab verfehlt, von Scheiß. Na gut. Hm. Kann ich irgendwas machen, was ein bisschen mehr hat.
einen super Special Kram. Der größer. Alter Schwede! Du Schwein! Okay, da muss mich geheilt werden da oben. Was hinkriegen, denn wir haben ja. Ah, der muss weiter sterben. Wir müssen sie auch ein bisschen heilen. Sieht ja auch nicht mehr so lange aus. Jetzt haben wir hier ein bisschen Superkraft. Machen wir doch mal. Was ist davon? Ich bin brennen. So, das war auch gar nicht so schwer. Und Calibretto ist aufgestiegen. Ohne des Schleimkönigs. Verlorene Seele, Spieler der Tapferen. Bitte! Warte mal, kann man da irgendwas einsammeln noch? So viel Gold. Alles Gold oder den Schleimkönig scheint hier zu das Gold zurückgeben, ja klar. Okay, das war jetzt nicht so viel, da wäre es mehr gewesen. Hier noch ein Geheimweg. Vielleicht noch so eine Geheimtür oder ein Geheimweg oder so. Das scheint nicht der Fall zu sein. Schade eigentlich. Nun gut ist. War jetzt ja gar nicht so schwer denn mehr. Reisen wir mal schnell zurück. Und gucken uns, was uns die Jagdtante geben kann an auch Questbelohnung. Doch ein Text. Oh. Ja, denke mal, es wird irgendwie was sehr mäßiges geben. Neue Ausrüstung oder sowas in dem Stil. Schauen wir mal. Kommen so langsam in die Gänge. Anders ruckelt er hier, finde ich. Gehen wir nach. Seid wiederum gegrüßt. Ja, wir haben hier was erledigt und zwar den. Sind vollständig. Dieser Kerl versteckt sich. Ich weiß nicht so viel. Willkommen. Der hat mich seid wiederum gegrüßt. Reden wir. Ein Kriegergruß. Waren. Willkommen, ihr kommt wieder. Okay. Seid gegrüßt. Auf Wiedersehen. Ja, also das. Ich wollte gucken, ob ich noch irgendwas. Das Ganze.
Kann man sehen? Kanonen. Gucken wir mal an. Gewandung des Kommandanten. Die Kette verstecken manchmal die Antwort ihres Trägers. Steinzertrümmerer hat bei einem Treffer. Der Stein scheint beständig seine Form zu werden, obwohl er extrem stabil ist. Manchmal bricht er nicht. Nicht so schlecht, ne? Den Ball zu haben. Guck mal, hier kann man sogar andere. Ja, cool. Andere Aussehen machen. Nicht schlecht. Das ist schon ziemlich nice wäre, ne? Zwischen. Nochmal. Schauen wir uns mal an, wie sie aussieht, Monika, so in der alternativen Version. Was darf es sein? Diese aus wahrscheinlich. Was braucht ihr? Angenehme Zukunft. Guck mal. Also schon. Klar. Na gut, kaufen wir uns doch mal hier. Versuchen wir mal, was hier weiterhin kann. Ausbauen. Willkommen. Wird ja wohl so nett? Genau. Da machen wir das. Ja, das war's fürs heute. Für heute. Nächstes Mal machen wir mit den Quests weiter. Also mit der Hauptquest. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Servus.